Servus Alexander und wir sind zurück im Let's Play Together with Egonson in Österreich. Servus. Egonson in Venedig und Oh, bin ja in Österreich. Aber ja. ja, nachdem Genau, Tohu Egonson in Venedig. Wabohu um Rom Entschuldigt. und alles letztes Mal Ich bitte ist vielmals ja um Verzeihung. kein Ding, kein Ding. Hi Passt auf, zusammen. gleich greifen Sie mich an. Ich würde nur sagen, Marvin war einfach faul und wollte uns einfach nur beide auf einmal begrüßen und hat das jetzt also mit seinem Effizienzkriterium hier auch voll erfüllt. Insofern grüß Binder hat Gott, mich liebe durchschaut. Zuschauer, ja. Und den Kirchenstaat dürfen wir nicht vergessen. Den mächtigen Kirchenstaat. Ich finde es immer noch lustig. Ja. Ja, ich habe letztes Mal gar nicht reagiert, weil diese Meldung von zwei anderen Meldungen bei mir überlagert wurden und ich da erstmal mich für einen neuen Anführer entscheiden musste und so weiter und so fort. Deswegen wusste ich gar nicht. Ich habe erst gedacht, dass mir ja Marvin irgendwie einen ganz bösen Streich spielt oder so, aber. Die technologische Hochburg Italiens in Rom. So macht es ja alles. Ist ja alles machbar. Ja, kann ich, Günther, du hast Ja, die in Pause. 7 Tagen kommt die Kriegserklärung gegen die Pfalz. Die wollen wir ganz gerne. Ja, wir können ja entweder das Wahlrecht entziehen, denke ich, oder wir können hingehen und die religiöse Einheit wiederherstellen. Ich denke mal, beides ist da eigentlich ganz okay. Ich will nur auf jeden Fall vermeiden, dass sie hier zu viele Provinzen annektieren und jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen invadieren. Und die Pfalz ist Kriegsführer, lustigerweise, weil sie ja Kurfürst ist wahrscheinlich. Und, ach komm, jetzt helft doch mal hier meinen Mädels. Denn ich will auf jeden Fall noch einen Frieden mit der Pfalz erzwingen. Die sollten nämlich nach Möglichkeit hier nicht weiter gegen Baden kämpfen. Als nächstes möchte ich nämlich sehr, sehr gerne den ewigen Landfrieden durchsetzen. Und dann können ja keine Kriege mehr hier im Reich geführt werden zwischen den Reichsmitgliedern. Und ja, da müssen wir dann noch ein bisschen dran werkeln. Ich Ja. kümmere mich mal um die Polen im Ja, das Osten. ist nett, Dankeschön. Du hast die Pfälzer ja unter Kontrolle, wie ich sehe. Okay, Ja, ich Schlachten glaube, die haben halber wir eben. sehr gut unter Kontrolle, ja. Und dann machen wir mir hier ganz locker flockig eine Belagerung. Wen haben sie da noch? Das Elsass, aber da sind wir doch schon, ja. Polen fehlt noch. Ah, da könnten wir einen Separatfrieden mit Polen machen. Haben die irgendwelche interessanten Provinzen? Löst das da mal bitte auf, das ist ja Quatsch, das braucht ja kein Mensch. Packen wir hier den Anführer rein. Der Kirchenstaat muckt hier ganz schön auf. Er hat eine Koalition gegen mich geschlossen, ein Ja, echt Handelsembargo jetzt? verhängt. Das ist Das ist schön. so nicht, also. Nee. Burgund, Oldenburg, Ferrara, Mantua, Kirchenstaat, Savoyen, Hansenberg, das ist ja langweilig. Sind nichts Starkes dabei. Ja, jedem sind ja nur Zwerge. Weißt du, Ist Zwergenaufstand das hier so ist ja. geil? Aber das ist so schön, dass der eine Koalition gegen dich geschlossen hat. Ich finde das voll witzig. Also jetzt witzig, aber also schadenfroh witzig halt, ne? Ja, Also da bin ich jetzt auch. nicht so lustig, weil es jetzt irgendwie wirklich lustig ist, sondern wirklich schadenfroh, ja. Also. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe gewusst, so, oh, heute nehmen wir wieder auf, cool, endlich Italien nach 10 Folgen. Wo ich schon seit 10 Folgen jedes Mal denke, oh, heute ist es soweit. Es wird nicht mehr, es wird nicht mehr. Ich glaube, du hast echt die Renovatio Imperii durchgeboxt, bevor ich Italien gegründet habe. Na, warten wir mal ab. Die dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. So, die Polen sind in die Flucht geschlagen. Ja, weiter hinterher. Ah, okay. So, gegen wen kämpft man denn überhaupt? Pfalz, Aachen, Elsass, Polen hast du da alles. Da hast du ja schon alles voll im Griff, wie ich sehe. Ja, dann können wir da echt hinterher und für Ruhe sorgen. Muss mal ganz kurz meine Finanzlage checken. Ich brauche einen neuen Berater.
dich. Nepal ist übrigens verdammt groß geworden. Wer? Nepal? Nepal, die haben Tibet gefressen. Oh, krass. So, alles nichts wert, aber es ist ein Haufen Land. Ja, ach, dieses Kriegstreiben, das macht so viel Spaß. du verlierst gerade gegen die Polen, ne? Oh. Die haben doch gar keine Moral mehr. Österreich belagert das gesamte Land und Venedig verliert nebenbei noch eine Schlacht. Ach doch, das sind noch 21. Ja, dann schick mal jetzt ein paar rüber, solange sie so angeschlagen 4, sind. 4-3-4, schöner General. Ach. Immer die Generäle. Wo gehen wir denn hin? Nach Serbien, okay. Hilferuf einer Adelsfamilie. Ja, Günther, magst du die polnische Armee nicht zerstören, solange sie jetzt... Na, jetzt haben sie schon wieder Moral. Ja, das, die hatten... Also ich habe nur 11 Mann in der Nähe, mit denen ich da losmarschieren kann. Das haut nicht hin. Okay. Wo hab ich denn, wenn es hier zusammen, dann brauchst du doch noch einen Anführer. Dann kann ich doch einen Anführer entlassen. Und da habe ich dann... Hennegau, unser treuer Verbündeter, fordert Unterstützung im Krieg, burgundische Eroberung. Was? Warte mal. Sie sind Teil des Reiches, wir sind Kaiser. Burgund ist alliiert mit Aragon und Savoyen. Burgund greift das Reich an. Das ist ein Reichskrieg. Das müssen wir natürlich akzeptieren. Na, muss das Reich verteidigen. Natürlich muss ich das Reich verteidigen. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich da wegkomme, weil erstmal brauche ich jetzt hier Diplomatie. Warte mal, Ruf zu den Waffen von Frankreich. Die machen sogar mit. Dann Ruf zu den Waffen Venedig. Die können Burgund sich ja ein bisschen ablenken. Ruf zu den Waffen Osmanisches Reich. Ach so. Muss man gerade gucken, wo ich noch Bündnisse habe. Sekunde. Wo sind meine Bündnisse? Schlesien. Ruf zu den Waffen. Okay, gut. Alles klar. Dann hoffen wir mal, dass Frankreich da Burgund ein bisschen in Schach hält. Ah ja, schön. Jetzt greift Burgund erstmal Frankreich an. Das wollte ich doch sehen. Hennegau Schloss Bündnis mit... Oh, fuck. Gegen Wien sind wir jetzt Burgund und Aragon, okay. Ah, scheiße, jetzt habe ich eine Armee verloren. Diese Trottel. Jetzt krieg ich noch Glück. Aragon macht da auch mit. Wie fein. Und die Kastilien gibt mir keinen Militärzugang. Warum nicht? Die werden wissen, warum. Obwohl ich letztes Mal Murcia nicht abgenommen habe. Burgund hat 28 Regimenter in Friesland eingestellt. Die sind ja auch echt bekloppt, ne? Wo habe ich denn jetzt eigentlich hier? Wir haben minus 11 Punkte, warum eigentlich? Oh. Schlacht von Champagne verloren, Schlacht von Artois verloren. Günther, hast du da gekämpft? Nö, Frankreich. War wahrscheinlich noch unsere Verbündeten. Das dürfte Frankreich gewesen sein. Ich habe dafür die Schlacht vom Golf von Valencia gewonnen. Irgendeiner muss ja Schlachten gewinnen. Das ist gut, dass du das machst. Ich gewinne jetzt auch mal eine Schlacht, hoffe ich. An der Côte d'Azur. Wobei ich mir denken kann, dass die trotzdem verlieren. Wir können jetzt auch mal irgendwann so nach hunderten von Tagen auch mal eine Belagerung hier drüben gewinnen, ne? Hunderte von Tagen schon wieder. Eieiei. Viel zu lang auf jeden Fall. Oh, sieht so aus, als ob Venedig dann doch mal eine Seeschlacht gewinnen würde. Guck nochmal. Ja, sieht gut aus. Da dürfte keine Verstärkung kommen. Burgund hat 63 Regimenter in Friesland. Ist das so geil? 63. Mein lieber Scholli. 63 Regimenter.
Wir haben Krakau belagert, schön. Okay, sieht wow, so klein jetzt, aus. Jetzt passiert hier gerade so viel Sekunde mal. Na, die kriegen nur 1% Zermürbung da oben, von daher. Warte mal, lauf mal dahin und reib mal die Burgunder dort auf. So, jetzt muss ich mal gerade meine Truppen hier ein bisschen sortieren. Und du kommst auch noch mit. Okay, und du gehst nach Ulm zurück. Alles klar. Ja, dann werden wir mal ein paar mickrige... Schon der Hammer, wie das jedes Mal, wenn wir jetzt einen Krieg anfangen, es dann zu einem Weltkrieg wird automatisch. Wenn man sich die Diplomatiekarte... Liegt alles an dem Sinn. Stimmt. Wenn ich nicht mache, macht die Welt mit. Ja, was war unser Ausschließlichkeitskriterium? War da irgendwie, dass Baden mitmacht oder so, damit es ein Weltkrieg ist, oder? Ja, die waren diesmal nicht mit. Dann ist kein Weltkrieg. Ich brauche einen neuen Anführer. Ich habe beim Spielladen gesehen, dass das Osmanische Reich ja schon Neuseeland besiedelt hat. Ja, die Australien ist doch auch schon eine osmanische Kolonie, ja. Ne? Australien kriegt ja auch im nächsten Patch eine Kolonialregion. Ah, interessant. Ja, dann kann Burgund ja mal da oben Friesland besetzen. Mal gucken, wie die das weitermachen, wenn wir gleich komplett Burgund besetzt haben, ne? Die Schlacht von Cap Bon ist vorbei. Schön, dass ich gewonnen habe. Gut. Ach so, ich muss mal noch mal ganz kurz pausieren, Leute. Warte mal, ja. Separat Frieden mit Aachen geht. Keine Ahnung. Gib mir deinen Handelseinfluss und dein Geld. Ach, du hast mir ja schon... 100 Punkte beim Österreich-Pfälzischen Krieg. Das Elsass will noch keinen Frieden. Okay. Ja, ich guck mal, dass ich da jetzt so ein, zwei Partner rauskriege. Wir haben Lodge erobert. Geh mal hier runter. Gehst nach Charolais. Vielleicht kriegen wir da noch eine schöne Provinz. Und man wird im neuen Patch einstellen können, wie viel Prozent des Handelseinkommens man im Krieg fordern will. Ah, cool. Also jetzt nicht mehr standardmäßig 30, sondern man kann das also jetzt variieren, ja? Genau. Weil jetzt doch Teile des DLCs zumindest handelsfokussiert sind. Rivalensysteme deutlich komplexer. Die Wahlen? Das Rivalensystem. Rivalen. Ach, okay. Einen Moment. Mhm. Pause des Marvin. Nach 42 Folgen. Wir sind verloren. Das erste Mal, dass Marvin Pause machen muss. Was ist passiert, Marvin? Die Aragonesen haben mich verwirrt. Ich glaube, Burgund rafft jetzt so langsam, dass sie irgendwas machen müssen und marschieren jetzt mit den 66 Regimentern runter. Warte mal, gestürzter Reichsfürst. Friesland wurde von einer fremden Macht annektiert. Burgund hat Friesland annektiert, ist das bitter. Ja, dann sollen sie das mal machen. Die können es eh gleich wieder freilassen, würde ich mal vorstellen. So, Egon, und da kommen 33.000 Aragonesen zu dir, aber ich glaube, ich kann sie aufhalten. Ja, ich kann sie aufhalten im Pirineo. Ach, da unten. Ja. Okay. Soll man es in Girona zusammentun? Oder soll man es im Pirineo? Ich krieg's im Pirineo. Okay, gut. Muss man gerade gucken, was ich von Polen fordern kann. Kann ich verlangen, dass sie Krakau freilassen? Ich kann Krakau besetzen. Will ich Krakau besetzen? Aber Krakau ist so teuer. Kann ich da nicht verlangen, dass sie irgendwelche Vasallen entlassen?
Deutscher Orden? Ah, nee, der ist schon weg. Ich guck mal gerade. Sekunde, solange wir da noch die Pause haben, will ich das mal gerade nachgucken. Na, sieht schlecht aus bei Kernprovinzen. Ja, ich glaube auch, ja. Ich kann allerhöchstens verlangen, dass sie irgendwas an Litauen zurückgeben, aber was will ich damit, ne? Damit Litauen noch größer wird. Er könnte sich besser gegen die Russen wehren. Ja, es gab doch mal eine Provinz, die wurde von Pommern als... Ach nee, das ist Dänemark. Das gehört Dänemark, gehört Danzig. Meine Fresse, da müssen wir aber auch noch hier mal... Mit unserem erneuerten Imperium müssen wir da aber auch mal dann gegenkämpfen. Ja, soll ich mir noch irgendwie Podolien holen oder sowas? Irgendwas Billiges? Oder Ruthenien ginge? Irgendwas mit wenig Grundsteuer, was ich einfach koren kann. Aber die haben heimatverbundene Adel überall. Das lohnt sich doch eigentlich dann überhaupt nicht mehr, oder? Nicht wirklich. Also du willst unbedingt eine Provinz. Sie können mal ihre Verträge mit Russland und der Pfalz aufkündigen. Und den Handelseinfluss kannst du auch geben. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. So. Okay. So, will ich jetzt schon meinen Frieden mit der Pfalz machen? Oh, sehr schön. Wollen wir mal ganz kurz nach Pirineo schauen wollt. Sofort, ja. sofort. Moment. Pirineo ist da, wo deine 80 Mann gegen die 28 genau. kämpfen. Das ist nämlich ein schönes Beispiel dafür, was Manöver im Gefecht bedeutet. Das ist nämlich gar nicht so unwichtig. Pirineo hat 43% Berge und 32% Hügel. Ich kämpfe aber auf Grünland gegen sie, obwohl ich eigentlich... Wegen deinem hohen Manöverwert, oder? Weil ich ein 6er Manöver, mein General 6 Manöver hat und der gegnerische nur ein Manöver. Das heißt, du hast nur den Überquerungsmalus und nicht den Geländemalus, ne? Und das, welches Gelände ausgewählt wird, das hängt vom Manöverwert der Generäle ab und der sucht dann immer das für sich bessere Gelände. Ah, krass. Das ist sogar richtig heftig. In Albanien kann man das ganz gut sehen. Die haben irgendwie kaum Hügel, genau irgendwie 8%. Aber mit diesem Skanderberg am Anfang, der auch irgendwie 6 Manöver hat, kämpft man fast immer in Hügeln. Egal was passiert. Das ist ein ganz entscheidender Manöverwert. Kann sehr hilfreich sein, gerade wenn man nicht in den Bergen kämpfen muss. Ich habe den immer total unterschätzt und mir gedacht so, oh ja, bin ich ein bisschen langsamer, aber was soll's. Oh, dieses dumme Scheißspiel. Ich hab jetzt wieder eine Armee verloren, weil ich einfach nur falsch geklickt habe und er diesen Klick nicht angenommen hat. Und ich wollte eigentlich vor diesen 66 burgundischen Truppen da abhauen. Naja, aber es ging halt nicht, wie gesagt. Einmal daneben geklickt, wirst du bestraft. Ach, so eine Scheiße aber auch, ey. Ach, fluch doch nicht immer so. Oh, ich finde es ja unterhaltsam, die aber ich mache mir Sorgen um dein Herz. Ah ja, die sind schon da in Bretel. Ja, da können wir nichts machen. Die 24 Truppen sind weg, solange sich die Franzosen da nicht bewegen. Stackwipe! Sind die da weg? Aragorn dürfte keine Armee mehr haben. Weil sich die gut geschlagen haben, die 24.000. Da brauchst du nicht rein. Abbrechen. Verdammt, das wäre ja gut. Ich wollte, aber es ist halt einfach. Ja, ich klicke auf Belagern, Armee anzeigen, dann zeigt er mir beide Armeen an. Ich kann bei der einen Armee die Bewegungsgeschwindigkeit nicht auswählen. Also ich wollte Gewaltmarsch machen und dann geht dann wieder auch nicht und dann ist das ist scheiße. So, du gehst auch ins Sundgau. Komm hier, Klickspamming. Ja, super, Ness an mir verloren, weil ein Pop-up kam. Dankeschön. Sollen wir mal auf Geschwindigkeitsstufe 1 runterschalten? Nee, lass. Jetzt haben sie mir ja die Armeen platt gemacht, da bringt das ja jetzt auch nichts mehr. So, was mache ich denn mit meinen Diplomaten? So. Da habe ich gerade irgendwie ein USB-Dings gehört. Ist bei euch irgendwas ausgefallen oder so?
Nein. Ich hab's nur über Teamspeak gehört. Ja, ich halt auch, aber ich wusste jetzt nicht, von wem das kam. Das scheint doch alles zu laufen. Ja, okay. Ja, wir hören uns. Wir nehmen auf. Ja. Ich muss jetzt ernsthaft einen Kampf gegen ein burgundisches Regiment machen mit 15. Ja. Jetzt mal wieder das EU-Beliebigkeitskriterium erfüllt. Nicht zu vergessen, die 51.000, die mal fröhlich in Frankreich rumstehen, während Leute in ihrem Heimatgebiet rumlaufen. Am Sonntag ist ja, also am Sonntag wird Europawahl gewesen sein, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Es ist bei euch auch gekoppelt mit Kommunalwahlen. Ja. Und nö. Wir okay. hatten erst Kommunalwahlen. Ah ja. Ah, hatten wir es dann schon von das? Also ich glaube, ich habe es mal erwähnt. Ja. Also das, genau. ist eine gute Idee, es mit Europawahlen zu koppeln, weil die Europawahlen sind ja auch die einzigen Wahlen, wo noch weniger Leute hingehen als die Kommunalwahlen. Genau, so hat man wenigstens dann nur einen Weg und denkt sich, ah ja, dann gehe ich halt, kann ich mit einem Gang zwei Bürgerpflichten erfüllen. Hm. Aber gab es nicht einen Grund, warum Bayern sich dafür entschieden hat, die Kommunalwahlen von den Europawahlen zu entkoppeln? Ich glaube, das war bei uns einfach wieder fällig. Ich glaube, das ist einfach vom Termin ja nicht so gut gepasst hat. Ich weiß es aber nicht. Hm. Kann auch sein, dass da ein Grund war. Bayern ist sich da ganz gerne mal ein bisschen eigen. Wir haben ja auch, ich glaube 2009 war das. Oder war es sogar dieses? Ich glaube, es war sogar 2013, wo wir eine Woche vor Bundestagswahl Landtagwahl machen mussten, damit wir da einen eigenen Termin haben. Seltsam. Da gibt es bestimmt irgendwelche Überlegungen dahinter von der regierenden Partei. Welche ja, das immer sein kann. Wir haben einfach befürchtet, dass. Alter, Venedig, was machst denn du da jetzt? Ich mach gar nichts. Krieg gegen Mantua? Die haben mir den Krieg erklärt. Open von Presse. Frankreich machen die mit. Nee, können sie gar nicht, weil sie ja. What? Mit also aber Frankreich warum? Verbündet, aber die können nicht mitmachen. Und übrigens, Burgund lähmt mich gerade wieder weg. Die haben mir wieder eine Armee abgefangen. Das ist doch einfach zum Kotzen. Ich kann ja machen, was ich will. Die sind so viel schneller als ich in jeder Hinsicht. Unglaublich. Nee, es ist unglaublich. Ich hatte zwei Tage Zeit, um abzuhauen. Und es haut halt nicht hin. Ja, soll ich das jetzt annehmen oder was? Was machst denn du da jetzt? Du wirst angegriffen von denen oder was? Alle ja, genau. Ja, gut, also. Ich habe gerade die Führung des Krieges übernommen. Ja, mach doch. Ist das geil. Ja, das Osmanische Reich muss jetzt Venedig verteidigen. So sieht's aus. Das Osmanische Reich sieht gar nicht ein, dass das von ihm eroberte Rom wieder in fremde Hände fällt. Manchmal ist das ja schon. Okay, unglaublich. Okay. Hi, hi, hi. Ich halte jetzt mal die Füße still. Oh, Christian, ey. Super, danke. Das hier noch? Burgund, du dummer Bastard. So, Angreifer gegen Osmanisches Reich in der mantusischen Eroberung von Brescia. Das klingt doch okay. Die mantusische Eroberung von Brescia, okay. Boah, jetzt machen da wieder so 100.000 kleine Mickerchen-Reichsnationen wieder mit, ey, Mann. Wieso? Girona? Okay. Ja, da werde ich wohl eine Söldnerarmee aufstellen. Auch wenn sie veraltet ist. Okay. Der Kirchenstaat in Savoyen macht mit. Ja, das sind jetzt alle glücklich. So, oh, jetzt können wir endlich. So, mach ich immer was. Gewaltmarsch, marschiert nach Rom. Aber wir sind im Irak, das ist mir egal. Ihr marschiert jetzt nach Rom. Ist irgendwas mal entweder? Nee. Ich muss jetzt mal gerade hier Frieden mit der Pfalz schließen. Der Krieg, der wird sonst zu lange dauern. Ja. Das Elsass kriegt da. Haben wir schon 100%, oder? Ja, haben wir schon längst. Ich wollte dem Elsass noch gerne was abknüpfen, aber es geht nicht, weil Burgund immer meine Truppen aufreibt, wenn ich da irgendwas ins Elsass schicke. Ach so. So, ich kann jetzt machen religiöse Einheit. Deswegen geht gar nicht.
110% geht nicht. Okay, dann mache ich Wahlberechtigung entziehen und Mainz freilassen. Kannst du mich zum Kurfürsten machen? Ja, wäre vielleicht ganz cool, ne? Kernprovinzen zurückgeben, da können wir auch noch was, da können wir doch auch was machen. Warte mal. Mal Mainz entlassen, Kernprovinz zurückgeben, Hessen an Köln. Warum rufst du jetzt die Flagge von Köln auf? Also, entlassen. Mainz entlassen, Wahlberechtigung entziehen. Hessen an Köln zurückgeben. Da sind wir bei 99% Kriegsstand. Und dann machen wir Forderung senden. Gut, wohl an. Okay. So, jetzt muss ich noch jemanden zum Kurfürsten ernennen. Moment. Das machen wir. Wer mag mich denn? Köln ist ja schon mein Vasall. Brandenburg ist auch mein Vasall. Pommern mochte mich mal. Mecklenburg mag mich. Muss man gerade schauen. Münster mag mich wieder. Dann machen wir doch Münster zum Kurfürst. Dann machen wir doch Münster zum Kurfürst. Dann finde ich mich richtig toll. Und vielleicht kämpfen die irgendwann später nochmal gegen Burgund und fingieren da Ansprüche. Das wäre irgendwie cool. So, dann kommst du gerade hier runter. Ich wollte doch eigentlich nur eine Reichsreform durchdrücken und vorher noch schön mal hier Europa in eine atomare Wüste verwandeln. Das war doch alles, was ich wollte. Friedensangebot aus Aragon. Moment, ich muss mal gerade wieder hier, bevor irgendwas in meinem Hinterzimmer passiert, was ich nicht sehe. Aachen führt Krieg gegen Kirchenstadt, gerne. Aragon bietet mir Frieden an. Aus dem Krieg gegen Burgund, da bin ich aber Kriegsreiter, Leiter, ja, Marvin, wolltest du irgendeine Provinz von Aragon haben? Wenn es sich ergeben hätte, schon. Warte mal, ich guck mal gerade. Ich weiß nicht, ob sie Alicante rausrücken, wahrscheinlich nicht. Nee, ich muss es eh, ich lehne es eh ab, die sind ja, aber das ist ja merkwürdig, die sind doch hier, warte mal, ich guck mal gerade. Doch, Alicante kann ich dir geben. Ich kann dir auch Aragon geben. Ja, oder Aragon ist eine Inlandsprovinz, das ist nicht so praktisch. Die Balearen kann ich dir geben. Nee, Alicante wäre eigentlich ganz cool. Ja, und irgendwann, ich kann dir Roussillon geben. Nö, lass mal, da habe ich gerade kein Interesse dran. Warte mal, ich guck mal gerade. Osmanischer Vasall würde 256 kosten. Ja, komm, dann machen wir Frieden mit Aragon. Die schenken dir Alicante. Okay. Wohl an, okay. Dann haben sie prompt die Koalition verlassen. Ja, so, jetzt müssten wir irgendwie noch diesen ätzenden Krieg da gewinnen. Antwa. Scheiß Burgund, ey. Meine Truppen aus dem Irak sind in Rom eingetroffen. So fast. Helf mir mal Böhmen aus. Ich werde ja gerade von Mantua niedergemacht. So, wir sind über der Zeit, Kinas. Auch wenn die Schlacht hier sehr spannend ist. Ah, die gucken wir uns noch an. Aber ja, wenn wir die dann gewonnen haben, gegen die widerspenstigen Mantuesen, dann würde ich sagen, machen wir hier doch eine kleine Pause. Danke fürs, ja, danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ja, ich sage auch, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Burgund mit euch. Servus. Ciao.